Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir in der Rhapsody in Bad Rappenau und da entsteht für rund 1,4 Millionen Euro ja ein Erweiterungsbau in der Sauna- und Wellnesslandschaft. Und nachdem man ja bislang schon mit der sehr gemütlichen Atmosphäre gepunktet hat, im Jahr kommen hier so bis zu 80.000 Gäste in die Saunaanlagen, soll das Ganze jetzt noch einmal ein bisschen verfeinert werden und wir schauen uns das heute mal an, das neue Konzept, was hier so alles noch entstehen wird in den nächsten Monaten. Bis zum Frühsommer soll dann hier alles fertig sein und dann können die Gäste diesen Bereich auch genießen. Ja, ein Genuss ist die gesamte Planung und die Vorbereitung für die Bundesgartenschau, natürlich für die Verkehrsteilnehmer in Heilbronn keineswegs. Es ist klar, da wird es einiges in den nächsten Jahren passieren. Da muss man geduldig sein. Experimentaneubau, Bildungscampus, der Bugabau, neue Brücken. Also da wird der ein oder andere sicherlich ins Nörgeln kommen. Aber am Ende zählt natürlich dann tatsächlich, dass alles passt und dass das Paket stimmig ist. Trotz alledem, man sollte vielleicht im Vorfeld einen Wettbewerb ausloben, so 1500 Tage vor dem Start der Buga. Wer ist denn der geduldigste Zeitgenosse in Heilbronn? Ein spannender Wettbewerb. Spannende Ein- und Ausblicke bietet dieser neue Komplex, der ja direkt hier an die bestehenden Gebäude angeschlossen wird. Man sieht jetzt hier schon die Außenfassade und im Hintergrund, da entsteht dann die neue Saunakammer 90 Grad. Rund 70 Personen, Gäste haben dann Platz und die können dann aus dieser Sauna durch die Fensterfront hinausblicken. Also das wird sicherlich auch nochmal eine echte Aufwertung hier für die Rhapsody werden. Und man muss natürlich bei solchen Bauten einiges beachten. Die Vorschriften, da ist ja Deutschland Weltmeister drin. Das haben wir ja auch in einigen Reportagen zuletzt wieder gemerkt. Stichwort Brandschutz. Wenn man sieht, was allein an Brandschutzkosten verlangt werden, mancher Feuerwehrexperte sagt, er versteht das schon selbst nicht mehr. Also da fallen immer wieder Millionen für Bauten an. Manche Neuerungen und Erweiterungen können gar nicht mehr durchgesetzt werden, weil es sich gar nicht mehr rechnet. Aber es ist ja so, immer wenn bei uns von Bürokratieabbau die Rede ist, dann kann man sicher sein, dass es doppelt so viele neue Vorschriften geben wird. Neu ist auch das Gastronomieangebot hier in diesem Erweiterungsanbau, dann auch wieder mit einem Blick direkt hinaus auf die weiteren Anlagen der Rhapsody. Also hier gibt es dann auch Speisen und Getränke und ganz interessant auch das Thema Flamme, das wird hier von beiden Seiten mit aufgenommen, denn hier im Hintergrund wird dann ein Kamin entstehen und da ist dann auch das Feuer sowohl aus der Saunakammer als auch hier vom Gastrobereich zu sehen. Also interessante Ideen werden hier umgesetzt. Interessant ist allerdings auch, wenn man mal so ein paar kritische Worte über Radfahrer fallen lässt, welche harschen Reaktionen man da hervorruft. Also manchmal sind die Radfahrer dann ähnlich unversöhnlich wie manch andere, die da doch sehr, sehr aktiv sind und mancher Gemeinderat, der muss sich dann natürlich dann auch harsche Worte anhören, will gar nicht mehr so klar Stellung beziehen. Dabei geht es ja nur um ein faires Miteinander und darum, gewisse Radwege auch vernünftig umzusetzen. Aber wenn, wie geschehen jetzt beim Neujahrsempfang der Grünen, man da mit dem moralischen Zeigefinger hantiert, ob das immer der Sache dient oder manchmal man nicht überzieht, das lassen wir mal dahingestellt. Fakt ist einfach, großartige Diskussionen, unterschiedliche Meinungen akzeptieren einige immer nur dann, wenn am Ende sich ihre Ansicht durchsetzt. Recht großzügig ist also diese neue Sauna und rund 70 Quadratmeter umfasst sie. Sie hat dann im Mittelteil hier den Ofen, dann gibt es hier noch einmal einen voll verglasten Kamin und interessant auch hier dann ergonomische Liegen, die hier aufgestellt werden, also auch im Saunabereich wieder mit dem Blick nach außen. Also hier hat man Weitsicht bewiesen, man hat dann auch die Möglichkeit, mehr Gäste als eben 300 täglich in diesem Saunabereich mit aufzunehmen. Da war bisher ja schon Schluss, also die Erweiterung bringt natürlich auch neue Perspektiven. Nicht gerade mit neuen Perspektiven hat die CDU in Baden-Württemberg jetzt geglänzt, dass Friedlinde-Gor Hirsch in einer Kampfabstimmung um das Amt des Landtagspräsidenten unterlegen ist. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr schwaches Zeichen. Frauen im Fokus, da hätte man natürlich wirklich einmal ein Symbol setzen können und die sehr agile und engagierte Politikerin aus Untergruppenbach hätte es auch verdient gehabt. Aber Ränkespiele im Hintergrund waren da aktiv. Da hat die CDU gerade zum Start von Guido Wolf als Spitzenkandidat mit Sicherheit ein Eigentor geschossen. Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Woche.